Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Atemberaubende neue Briefings. Massenanklagen, gezielte Verhaftungen und Enthüllungen. Veröffentlicht am 3. Januar 2018 auf transinformation.net. Alle Links in dem Artikel beziehen sich auf die Textversion. Von David Wilcock veröffentlicht am 25. Dezember 2017 auf divinecosmos.com. Übersetzung und Zusammenfassung vom Transinformationsteam. Das folgende ist eine Zusammenfassung der Arbeit von David Wilcock. Die vollständige Übersetzung von David Wilcocks Artikel findet man als PDF-Datei im Anschluss an die hier veröffentlichte Zusammenstellung. Sie enthält viele weitere äußerst interessante und aufsehenerregende Details. Die PDF-Datei ist auch in der Infobox verlinkt. Am 21.12. erhielten wir bemerkenswerte, hochrangige Briefings über den Niedergang des verborgenen Staates, der jetzt im Gange ist. Stunden später riefen wir die inzwischen legendäre 4chan-Insiderin Mega Anon an, die beinahe alles, was wir in den Briefings gehört hatten, als wahr bestätigte. Massenanklagen gegen Erzverbrecher sind bereits im Gange. Wir können beweisen, dass 4289 versiegelte Anklagen zwischen dem 30. Oktober und dem 22. November 2017 aufgetaucht sind. Die normale Grenze liegt bei nicht mehr als 1000 versiegelten Anklagen für das ganze Jahr. Wir sehen jetzt auch viele stille Verhaftungen von niedrigen und mittleren Angestellten des verborgenen Staates. Viele hochrangige Menschen aus dem verborgenen Staat tragen jetzt offenbar elektronische Fußfesseln mit GPS-Überwachung, um sie daran zu hindern, aus dem Land zu fliehen. UFO-Offenlegung hat begonnen. Wie von unseren Insidern vorhergesagt, beginnt nun eine begrenzte UFO-Offenlegung, da der verborgene Staat mit dem Rücken zur Wand steht. Offenlegung ist nur der neueste in einer Reihe von sehr spannenden Wegweisern, die zeigen, dass der wahre Wandel auf uns zukommt. Die Anschuldigungen und Rücktritte, die wir in der offenen Welt zum Beispiel von Politikern und Hollywood-Figuren beobachten können, sind erst der Anfang der ganzen Geschichte. Sanfte Offenlegung begann am Samstag, dem 16. Dezember. Am Samstag, dem 16. Dezember, gaben die New York Times und Politico bekannt, dass wir nicht allein im Universum und auch nicht in unserem Luftraum sind. Zum ersten Mal in der aufgezeichneten modernen Geschichte werden UFOs mit absoluter Ernsthaftigkeit behandelt. Von dem, was auch immer von den Mainstream-Medien übrig geblieben ist. Aus welchem Grund auch immer, die gesamten Mainstream-Medien sind auf den Zug dieser Geschichte aufgesprungen, anders als alles, was wir jemals in der Geschichte gesehen haben. Es war wirklich atemberaubend, es zu beobachten. Aufruf zu Kongressuntersuchungen. Am 21. Dezember wurde bekannt, dass Harry Reid, Link, Untersuchungen des Kongresses zum UFO-Phänomen fordert. Reid ist der Meinung, dass es an der Zeit ist, eine formelle Untersuchung wieder aufzunehmen. Das ist genau das, was das Offenlegungsprojekt mit seinen 39 Zeugen seit 2001 fordert und nie bekommen hat. Link dazu. Oh, die Zeiten, die ändern sich. Die Geschichte der Alien-Bedrohung. In der UFO-Gemeinschaft herrscht eine enorme, fast einstimmige Sorge, dass all dies zu einer Art Alien-Bedrohungsgeschichte führen könnte. Ich besuchte die ursprünglichen Offenlegungsveranstaltungen im Jahr 2001. Bei diesem Ereignis enthüllten Carol Rosin, dass das finale Endspiel des verborgenen Staates, falls er jemals wirklich von einer Niederlage bedroht sein sollte, eine vorgetäuschte Alien-Invasion beinhalten würde. Das hat ihr der NASA-Gründer und ehemalige deutsche Wissenschaftler Werner von Braun auf dem Sterbebett gestanden. Zu diesem Zeitpunkt wusste er, dass der verborgene Staat über das rückentwickelte Fahrzeug verfügte,
das eine außerirdische Invasion glaubwürdig erscheinen lassen konnte. Und das äußerst verheerend. Angesichts dessen, was wir heute von einer Gruppe, die wir die Allianz nennen, kennen, mehr dazu weiter unten, erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass dieser Alien 11. September jemals tatsächlich stattfinden könnte. An diesem Punkt scheint die Offenlegung eher ein Werkzeug zu sein, um die Öffentlichkeit abzulenken. Während wir auf eine epische Enthüllung der Dunkelheit innerhalb des verborgenen Staates hinarbeiten. Diese Geschichte verbreitete sich wirklich rasend schnell. Wir haben auch vom Hauptautor des ursprünglichen New York Times Artikels Leslie Keen erfahren, dass er nach seiner Veröffentlichung die Nummer 1 auf der Link New York Times Webseite war. Die Geschichte ist die Nummer 1, die am häufigsten auf der Times Webseite angesehen wird und die Nummer 1 im Trend. Sie hat Link mehr als 800 Kommentare. Dies zeigt, dass dies innerhalb des eigenen Universums der Mainstream-Medien tatsächlich zu einer immens populären Geschichte geworden ist, die alles andere in ihrem gesamten Arsenal überschattet. Also, was bedeutet das? Jetzt, da die New York Times tatsächlich eine Geschichte brachte, die uns erzählt, dass UFOs real und außerirdisch sind, haben wir einen ganz eigenartigen Moment in der Zeit erreicht. Die wahre Geschichte dessen, was in der Welt im Moment wirklich vor sich geht, ist sehr tiefgründig. Wenn das neu für Sie ist, mag das, was ich im Begriff bin, Ihnen zu erklären, wie ein wenig mehr als die Aufbereitung eines erstaunlichen Science-Fiction-Verschwörungsfilms erscheinen. Dennoch kämpfen und sterben im Moment viele Menschen in einem Schattenweltkrieg 3 und die meisten von uns wissen es nicht einmal. Dieser Krieg beinhaltet die Technologie der Wetterbeeinflussung, die für den Mangel an Regen in Südkalifornien verantwortlich ist, und zwar seit mehr als 250 Tagen, was zu riesigen Flächenbränden führt. 10 wichtige Insider. Hier ist eine grobe Liste der 10 wichtigsten Insider, die ich getroffen habe, das Jahr, in dem es begann, und eine sehr kurze Zusammenfassung dessen, was sie mir erzählten. 2003 Daniel. Ein Sitz aus einem abgestürzten UFO wurde an eine Stromversorgung angeschlossen und generierte Portale, die eine Reise durch Zeit und Raum ermöglichen. 2007 Bruce. Arbeitete in Area 51, Hoaglands Top Insider, offenbarte glasähnliche Ruinen, wurden überall in unserem Sonnensystem gefunden. 2007 Henry Deacon. Behauptete, auf dem Mars und anderen Außenposten gearbeitet zu haben, fortschrittliche Technologie zu reparieren und mehrere ETs zu treffen. 2008 Bob Dean erzählte mir im Vertrauen, dass er Portalreisen gemacht hatte und es sich anfühlte wie ein plötzlicher, moderater Elektroschock im Körper. 2008 Jacob behauptete, über 2000 Off-Planet-Standorte besucht zu haben und persönlich über 400 verschiedene Typen von ETs gesehen zu haben. Sehr hohes Niveau. 2008 Emery Smith, persönlich beteiligt an der Autopsie von etwa 3000 verschiedenen außerirdischen Leichen in Sandia, in Los Alamos, Kirtland, AFB. 2009 Pete Peterson bestätigt ein riesiges hochtechnologisches geheimes Weltraumprogramm, Secret Space Program, Interaktionen mit 14 verschiedenen Typen von ETs, einschließlich Reptilien. 2010 Mark, ein Luftfahrtdesigner, den ich durch Pete kennengelernt habe, der 8 verschiedene Möglichkeiten hat, Antigravitation zu erzeugen und der mit ETs in Area 51 gearbeitet hat. 2014 Corey Good. Er gab viel mehr Details über das Secret Space Program, das von Deacon, Dean Jacobs und Peterson skizziert wurde. Ging 2015 an die Öffentlichkeit. 2016 Willen Tompkins. Veteran aus dem Zweiten Weltkrieg, der US-Spione im deutschen Secret Space Program befragte. Er fuhr von ET-Reptilien, half bei der Entwicklung von Secret Space Program Fahrzeugen. Nicht jeder geht an die Öffentlichkeit. Seit dieser Zeit sind Daniel, Bruce, Jacob und Mark nie an die Öffentlichkeit gegangen und haben, wenn überhaupt, nur sehr wenig zu irgendjemandem anderen gesagt.
Deacon Link erschien 2009 kurzzeitig und verschwand dann wieder in der Versenkung. Er hat alle meine Anfragen abgelehnt, jemals wieder das Wort zu ergreifen. Ich habe kürzlich Emery Smith das Pseudonym Paul gegeben. Er schrieb bis letzte Woche versteckt, als seine Debüt-Episode auf Cosmic Disclosure erschien. Link dazu. Die Drohungen gegen Emerys Leben haben dazu geführt, dass er unmittelbar vor und während dieser Aufnahmen viel, viel mehr mit mir teilte, als ich ihn jemals zuvor sagen hörte. Die Gaia-Mitarbeiter sagten alle, dies sei eine der erstaunlichsten Zeugenaussagen, die sie je gehört hätten. Emery hatte keine Wahl, wenn er leben wollte. Emery war im Prinzip gezwungen, an die Öffentlichkeit zu treten, nachdem ihm alles, was er besaß, gestohlen worden war. Gefolgt von einem Frontalzusammenstoß, der sein Fahrzeug komplett zerstörte und ihn beinahe tötete. Der andere Fahrer steuerte bewusst auf seine Spur und beschleunigte, wie wir in den vorangegangenen Artikeln beschrieben haben. Es war sehr verdächtig. Wir haben die Nachricht verstanden. Zum Nachlesen Link hier, hier und hier. Die dunkle Allianz. Diese Angriffe gegen Emery kamen mit ziemlicher Sicherheit aus dem verborgenen Staat und seiner Online-Troll-Attackentochter, die wir die dunkle Allianz nennen. Cory Goods und mein Leben wurden bedroht. Die Warnung an mich kam anscheinend direkt von den Rothschilds durch einen Insider, wie ich Link in früheren Artikeln beschrieben habe. William Tompkins starb tatsächlich während desselben Zeitraums, nur wenige Stunden vor der totalen Sonnenfinsternis vom 21. August 2017. Die Bedrohung war sehr real. Pete Peterson wurde alles, was er besaß, aus seinem Haus gestohlen. Diese Einzelteile waren viel mehr wert als der niedrige sechsstellige Betrag, von dem die Bank behauptete, es sei eine Hypothek auf sein Grundstück. Cory Good wurde online mit einer unglaublichen Anzahl von Videos und Artikeln mit stark aufgebauschten, übertriebenen Angriffen verleumdet. Mir wurde mit dem Tode gedroht, wenn ich mich nicht öffentlich von ihm distanzieren würde. Der Plan war dann, dass er getötet wird und, dass es als Selbstmord erscheint, begangen aus Verzweiflung und Ruin. Sobald ich mich entschieden hatte, Cory trotzdem zu unterstützen, erlitt mein Auto einen plötzlichen Verlust der gesamten Bremsleistung. Scheinbar in direkter Reaktion auf die Drohungen, die ich erhalten hatte. Es gibt nur eine Sache, die man tun kann. Nach dieser gewalttätigen Begegnung mit dem Tod sagte ich Emery, dass der einzige Weg, wie er sich selbst schützen könne, daran bestünde, an die Öffentlichkeit zu treten. Wir haben jetzt 15 Episoden seiner Zeugenaussage bei Gaia zu seiner eigenen Sicherheit aufgenommen. Die Kopien werden aus Sicherheitsgründen an mehreren Orten gespeichert. Emerys vermeintlichen Erfahrungen werfen ein erstaunlich neues Licht auf alles, was wir von anderen SSP-Whistleblowern gehört haben, wie oben erwähnt. Cory Goods Info verknüpft alles miteinander. Wie ich bereits sagte, hat Cory Good mir persönlich seit Oktober 2014 Informationen zur Verfügung gestellt, und ist im Frühjahr 2015 an die Öffentlichkeit gegangen. Viele von Corys Informationen betreffen das sogenannte Secret Space Program. Er behauptet, in einem Programm namens Solar Warden auf einem zigarrenförmigen Schiff gedient zu haben. Es ist sehr selten, dass Menschen in diesen Programmen jemals wieder auf die Erde zurückkehren. Diejenigen, die das tun, sind typischerweise blank gewischt, mit gelöschten Erinnerungen. Ich hätte vielleicht nicht alles geglaubt, was Cory sagte, wenn nicht Daniel, Bruce, Deacon, Dan, Jacob, Emery, Pete, Mark und andere gewesen wären, mit denen ich vor ihm gesprochen hatte. Eine ziemliche Geschichte. Corys Erfahrungen lesen sich wie eine erstaunliche Serie von Sci-Fi-Filmskripten und wie er offenbart hat, gibt es ein großes Interesse an diesem Inhalt von verschiedenen Gruppen. Ich ermutige Sie, secretspaceprogram.com zu besuchen, um zu sehen, was er bis jetzt ist. Seine andere bestehende Webseite ist spherebeingalliance.com. Zusätzlich läuft unsere halbstündige Gaia-Show Cosmic Disclosure seit 2,5 Jahren wöchentlich. Erst jetzt haben wir das meiste von Corys Zeugenaussagen durchgesprochen. Link zur Sendung. Der beste Weg, um in diese Geschichte einzutauchen, ist, ein Gaia-Abonnent zu werden
der ihnen vollen Zugang zu allem verschafft und sie beginnen Cosmic Disclosure von der ersten Episode an anzuschauen. Link dazu. Anmerkung des Übersetzers: Alle Episoden werden nach kurzer Zeit mit deutschen Untertiteln versehen zur Verfügung gestellt. Die Qualität der deutschen Übersetzung ist hervorragend. Die gleiche Debüt-Episode Staffel 1 Episode 1 kann frei auf Link YouTube angesehen werden, indem man hier klickt. Nachdem das nun gesagt wurde: Emery durfte nie Fragen zu den vielen bizarren humanoiden Körpern stellen, die er auf der Kirtland Air Force Base autopsiert hatte. Alles, was er sah, war menschlich, mehr oder weniger. Es schien jedoch so, als ob irgendeine Art von Leben, das wir auf der Erde sehen, sich irgendwo anders zu einer menschlichen ähnlichen Form entwickelt hätte. Sie alle hatten typischerweise zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf, zwei Augen, eine Nase, einen Mund, zwei Ohren und so weiter. Dies wurde das Fünf-Sterne-Muster genannt, nach dem Kopf und den vier Gliedmaßen. Einige sahen aus, als hätten sie sich aus Insekten entwickelt. Andere waren aquatische Typen. Viele waren in irgendeiner Weise Säugetiere, andere stammten von Reptilien ab. Er sagte mir, dass viele ETs kleiner sind als wir. Der Gesamtdurchschnitt dessen, was er sah, liegt für einen typischen menschlichen Erwachsenen nur geringfügig über der Taillenhöhe. Andere können deutlich größer sein. In einem Fall sah er einen Körper, der fast 12,20 Meter hoch war und eine sehr raue Haut hatte, mit einem fast felsigen Aussehen. Dies mag ihnen fantasievoll erscheinen, aber Emery profitierte nie von all dem und kam erst nach der Frontalkollision an die Öffentlichkeit. Corey hat Zugang zu vielen Arten von Insidern. Als Erlebnis des so exponierten Auftretens in der Öffentlichkeit wurde Corey von mehreren unterschiedlichen Gruppen von Insidern auf verschiedenen Geheimhaltungsstufen kontaktiert. Dazu gehörte auch eine Vereinigung, die sich im Rahmen des Secret Space Program, SSP, bildete, in dem er ursprünglich arbeitete. Diese Gruppe ist vollständig interstellar reisefähig und wurde von der US Navy gegründet. Eines Tages kam Sigmund vorbei. Ab 2016 wurde Corey auch von einem knallharten Oberst innerhalb des MIC-SSP, den wir Sigmund nennen, entführt und verhört. Dies ist eine brandneue künstlerische Interpretation von Corys Team, die dem Aussehen von Sigmund sehr nahe kommt. Sigmund glaubte nur an das, was man ihm über das MIC-SSP beigebracht hatte, nämlich, dass wir fortschrittliche Fahrzeuge hätten, aber unser Sonnensystem nie verlassen hätten. Doch bei fortgeschrittenen Tests an Corey, wie zum Beispiel die Haaranalyse, bestätigte Sigmund Spurenelemente, die nur dann gefunden werden können, wenn Menschen in Gebiete außerhalb der Planeten unseres Sonnensystems reisen. Sigmund hat viele Mitglieder der SSP Alliance entfernt und gefährdet, bevor er erkannte, dass Corey die Wahrheit sagte und dass er auf ganzer Linie betrogen wurde. Die Erdallianz. Corey wurde auch von Leuten innerhalb dessen angesprochen, was ich gewöhnlich als Allianz bezeichne. Kurz gesagt, und was er dazu neigt, die Erdallianz zu nennen. Dies ist eine Gruppe von mehreren Fraktionen, die gegen die Kabale, den verborgenen Staat, sind. Sie kann zu diesem Zeitpunkt aus bis zu 90% des US-Militärs bestehen. Die Allianz umfasst auch eine beträchtliche Mehrheit der 16 US-Geheimdienste sowie die Regierungen der meisten anderen Länder der Welt in unterschiedlichem Umfang. Sie fühlen sich als Götter, weil sie den Zugang zum Weltraum kontrollieren. Bestimmte Elemente innerhalb der CIA und des FBI gehören zu denjenigen, die zu dieser Zeit durch den verborgenen Staat am stärksten gefährdet sind, gemäß verschiedener Insider. Die Führungskräfte im verborgenen Staat, einige sind Politiker und andere sind es nicht, sind sich der geheimen Raumfahrtprogramme der Marine und der Luftwaffe wohl bewusst. Sie sind von Macht besessen. Ihre Fähigkeit, den Weltraum zu kontrollieren und uns unten auf der Oberfläche zu halten, hat ihre Gefühle, dass sie Götter sind, nur verstärkt. Der Verstand des Psychopathen. Der einzige Weg, um wirklich zu verstehen, wie Menschen so zynisch, hart und teuflisch gegenüber anderen sein können, ist, in den Geisteszustand eines Psychopathen einzutauchen.
Wir wissen jetzt, dass Psychopathen eine ungewöhnlich geringe elektrische Aktivität in ihren Frontallappen haben, welche helfen, Empathie, Liebe und Mitgefühl zu verarbeiten. Hier sind die 20 Hauptmerkmale dieser Menschen, wie sie in der Link-Herr-Psychopathie-Checkliste definiert sind. Wortgewandter und oberflächlicher Charme. Grandiose, übertrieben hohe Selbsteinschätzung. Bedürfnis nach Stimulation. Krankhaftes Lügen. Gerissenheit und Fähigkeit zu manipulieren. Mangelnde Reue oder Schuldgefühle. Oberflächliche Gefühlsreaktionen, oberflächliche emotionale Reaktionsfähigkeit. Gefühlskälte und mangelndes Einfühlungsvermögen. Parasitäre Lebensweise. Schlechte Verhaltenskontrollen. Sexuelle Freizügigkeit. Frühe Verhaltensprobleme. Fehlen realistischer langfristiger Ziele. Impulsivität. Verantwortungslosigkeit. Nichtübernahme der Verantwortung für das eigene Handeln. Viele kurzzeitige eheliche Beziehungen. Jugendkriminalität. Widerruf der bedingten Freilassung. Kriminelle Vielseitigkeit. Stellen Sie sich vor, was passieren kann, wenn man eine ganze Gruppe dieser Art von Menschen hat, die zusammenarbeiten, um die totale Weltmacht zu erlangen. Es wird ziemlich hässlich. Viele, wenn nicht sogar die meisten Menschen der sogenannten Illuminaten, Kabale, sind zutiefst traumatisierte Opfer, die alles tun würden, um lebendig aus ihrer Situation zu entkommen. Dies wird in der alternativen Gemeinschaft häufig nicht verstanden. Jeder in dieser Gruppe wird missbraucht. Viele Menschen nehmen nur teil, weil sie dazu gezwungen sind. Auf den höchsten Ebenen gibt es jedoch einige wirklich kranke Individuen, die tatsächlich genießen, was sie tun und die Praktiken begrüßen. So sind zum Beispiel die Pizzagate-Enthüllungen, die aus dem Datendump von WikiLeaks im Oktober 2016 hervorgegangen sind, keine gefälschten Nachrichten. Wenn das Ende nahe ist, fangen sie an, die Wahrheit zu enthüllen. Darüber hinaus sagten uns die Insider, dass der verborgene Staat, wenn dessen völlige Niederlage sehr nahe wäre, einige der Kronjuwelen, die er zurückbehalten hat, offenlegen würde. Was wir gerade seit unserem letzten Artikel im November in den Medien sehen, lässt es ziemlich offensichtlich erscheinen, dass dies jetzt geschieht. Link, Vergleiche hier und hier. 2. November, die geheime Kammer in der großen Pyramide. Die erste relevante Information betrifft eine sehr große neue Kammer in der großen Pyramide, die am 2. November 2017 bekannt gegeben wurde. Da die okkulte Religion des verborgenen Staates sehr pyramidenzentriert ist, könnte dies dazu beitragen, ihre Erzählung zu untermauern, dass ihr Glaubenssystem von den Göttern stammte. 14. November, Geheimkammer unter der Maya-Kukulkan-Pyramide. Weniger als 2 Wochen nach dieser Ankündigung am 14. November wurde in der Maya-Pyramide von Kukulkan eine weitere rätselhafte Neuentdeckung bekannt gegeben. In diesem Fall wird er in den Berichten als Geheimgang bezeichnet, der entdeckt wurde und zu einer natürlichen unterirdischen Höhle, einem Link-Zenote führt, über dem die Pyramide gebaut wurde. Der Hinweis auf diese Höhle ist auf dem Bild unten zu sehen, wo es Kavidat oder Höhle heißt. Link, 14.11. Geheimgang unter Maya-Tempel gefunden. 15. November, erdgroßer, möglicherweise bewohnbarer Planet, nur 11 Lichtjahre entfernt. Link, 15.11. Planet in Erdgröße kann bewohnbar sein, 11 Lichtjahre entfernt. Link, 15.11. Die erdnahe Welt könnte der bisher beste Kandidat für ET-Leben sein. Außerhalb unseres Sonnensystems wurde ein weiterer verlockender Planet gefunden. Eine erdgroße Welt, die unser kosmischer Nachbar ist, und er könnte genau an der richtigen Stelle sein, um Leben zu beherbergen. Lernen Sie Ross 128b kennen, einen neu entdeckten Planeten, der um einen kleinen, schwachen Stern, der als roter Zwerg bekannt ist, kreist. Am interessantesten ist, dass dieser Planet nur 11 Lichtjahre entfernt liegt. 27. November.
4.289 versiegelte Bundesanklagen in allen 94 Bundesbezirken bestätigt. Eine versiegelte Anklage kann in einem Fall erhoben werden, in dem gegen ein Syndikat der organisierten Kriminalität aktiv ermittelt wird. Dies ermöglicht es den Behörden, bestimmte Personen des Kartells zu schnappen, ohne öffentlich zu sagen, wer das Ziel ist. Es ist jetzt eine beweisbare Tatsache, dass die Zahl der versiegelten Anklagen auf der aktuellen Bundesliste erheblich höher als üblich ist. Vom 30. Oktober bis zum 22. November 2017 wurden in den vergangenen drei Wochen 4.289 versiegelte Anklagen in allen 94 Bezirken des Federal District Court in den Vereinigten Staaten eingereicht. Das ist ein absolutes Novum in der Geschichte der USA. Normal sind 1.000 in 12 Monaten. 20. November. Die NASA entdeckt in unserem Sonnensystem einen eindeutig UFO-förmigen Asteroiden. Die NASA hat bekannt gegeben, dass ein seltsamer zigarrenförmiger Asteroid entdeckt wurde, der von einem Ende zum anderen durch unser Sonnensystem taumelt. Er erhielt den hawaiianisch klingenden Namen Oumuamua. Und das sah offensichtlich viel mehr nach einem Raumschiff als nach einem Asteroiden aus. Link 20.11. NASAs zigarrenförmiger interstellarer Asteroid. Zusammenfassung der Artikel. Genau drei Wochen später. Genau drei Wochen, nachdem die NASA zum ersten Mal die Existenz dieses sehr seltsamen Objekts bekannt gab, begannen die Mainstream-Medien mit Spekulationen über seine ET-Ursprünge zu explodieren. Link 11.12. Zigarrenförmiger Asteroid könnte künstlich sein, behaupten ET-Forscher. Es könnte sich als die größte Entdeckung erweisen, die die Menschheit je gemacht hat. Der 400 Meter lange Asteroid mag auf seiner einsamen Reise seit Hunderten von Millionen von Jahren durch den Weltraum geflogen sein, bevor er von der Anziehungskraft der Sonne erfasst wurde. Aber Wissenschaftler des Breakthrough Listen Projects glauben, dass es eine geringe Wahrscheinlichkeit gibt, dass es sich um ein Raumschiff handelt, das von einer fortgeschrittenen Zivilisation gebaut wurde. Hier ein weiteres Beispiel für viele Artikel, die über die gleiche Idee spekuliert haben. Link 11.12. Zigarrenförmiger Asteroid wird auf Anzeichen von ET-Technologie untersucht. 14. Dezember. Stephen Hawking spekuliert, dass es sich um ein außerirdisches Raumschiff handelt. Am 14. Dezember wurde dann bekannt gegeben, dass Stephen Hawking, unser heutiger Einstein, eine Untersuchung darüber leitet, ob es sich um eine außerirdische Sonde handelt. Link 14.12. Stephen Hawking leitet Untersuchung, ob das große Objekt im Weltraum ein ET-Mutterschiff ist. Das bringt uns zu Teil 3 unseres Updates. Nur um Ihnen eine Kostprobe dessen zu geben, was Corey fieberhaft für den dritten Teil dieser neuen Serie schreibt, dieses Objekt ist anscheinend ein außerirdisches Raumschiff. Das MIC-SSP, wie bereits erwähnt, hat Fahrzeuge, die durch unser Sonnensystem reisen können und das schon seit vielen Jahren. Laut Sigmund sind sie bereits zu diesem Objekt geflogen, sind darauf gelandet und haben es geschafft, einen Weg hineinzufinden. Wahrscheinlich alte Baumeisterrasse-Technologie. Das MIC-SSP glaubt nun, dass unsere Technologie Quantensprünge machen wird, indem sie diese Technologie untersucht, studiert und nachahmt. Sie haben fortgeschrittene chronometrische Datierungssysteme, die nahelegen, dass das Objekt über 1 Milliarde Jahre alt ist. Dies knüpft an die rätselhafte alte Baumeisterrasse an, die scheinbar verfallene, glasartige Pyramiden, Kuppeln und Obelisken in unserem Sonnensystem hinterlassen hat. Am aufregendsten ist, dass es offenbar drei verschiedene Arten von Wesen in fortgeschrittenen Stasisfeldern innerhalb des Fahrzeugs gibt. Am selben Tag. Paul Ryan kündigt plötzlich an, dass er zurücktritt. Wir hörten die überraschende Nachricht, dass Paul Ryan, der Sprecher des Repräsentantenhauses, in naher Zukunft zurücktritt. Link 14.12. Paul Ryan tritt zurück. Natürlich wurden die üblichen Gründe, wie der Wunsch, mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen, genannt. Angesichts der 4.289 versiegelten Anklagen und der wütenden MeToo-Kampagne ist der Zeitpunkt jedoch mehr als verdächtig. 19. Dezember.
Der genaue Typ des Fahrzeuges, von dem uns gesagt wurde, dass wir ihn erwarten sollten, wird enthüllt. Am 19. Dezember handelte die Top Story auf Drudge Report von einem bemerkenswerten und geheimen neuen Fahrzeug von Boeing. Es war genau die Art von Fahrzeug, von dem uns gesagt wurde, dass es im Szenario Teiloffenlegung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Gut und andere Insider haben gesagt, dass sobald sie die Antischwerkraft freigeben, die Rotorpropeller durch Antigravitationsmotoren ersetzt würden. Link 19.12. Drudge Top Story: Boeing enthüllt geheimes VTOL-Flugzeug. Das radikale Design kombiniert die Technik des Starrflüglers aus dem Flugzeug mit der Technik des Drehflüglers aus dem Hubschrauber. Am selben Tag. Vorstandsvorsitzender von Google tritt in einer überraschenden Ankündigung zurück. Google hat ein enormes kriminelles Verhalten gezeigt durch seine massive verfassungswidrige Zensur von Inhalten auf YouTube, Google Mail, bei seinen Suchmaschinenergebnissen und so weiter. Ein weiteres Zeichen, dass die Pläne des Bündnisses wirklich funktionieren, kam, als Eric Schmidt, der Vorstandsvorsitzende von Google, seinen plötzlichen Rücktritt ankündigte. Link 21.12. Google-Vorstandsvorsitzender tritt in überraschender Ankündigung zurück. Eric Schmidt schockierte Silicon Valley mit einer überraschenden Ankündigung am Donnerstag, dass er als Vorstandsvorsitzender von Googles Muttergesellschaft Alphabet zurücktritt. Am selben Tag. Sensationelle wissenschaftliche Ankündigung, dass das Leben im Universum verbreitet sein könnte. Als ob alles andere, was ich mit Ihnen geteilt habe, nicht schon genug wäre, gaben die Spitzenwissenschaftler am 21.12. bekannt, dass das Leben im Universum allgegenwärtig ist. Link 21.12. Alte fossile Mikroorganismen deuten darauf hin, dass Leben im Universum verbreitet ist. Am selben Tag. Anordnung der Exekutive zum Einfrieren von Vermögenswerten von Mitgliedern des verborgenen tiefen Staats. Deep State. Ebenfalls an diesem Tag, der Wintersonnenwende am 21. Dezember, wurde ein weiterer Überraschungsangriff gegen den tiefen Staat durchgeführt. Vielen Mitarbeitern wurde ihr Geld und jeder Zugang zu weiterem Geld ab den frühen Morgenstunden des 21. Dezember eingefroren. Nächster Tag, 22. Dezember. Südkalifornien bekommt am Freitagabend UFO-artigen Schrecken. Freitagabend, 22. Dezember, kurz nach Einbruch der Dunkelheit, fing mein Telefon an zu summen. Freunde von mir, von Venice bis Joshua Tree, ermutigten mich atemlos sofort nach draußen zu gehen. Natürlich gab es in meinem Hinterhof einen atemberaubenden Anblick. Der herrliche, glühende Rest eines SpaceX-Raketenstarts von keinem geringeren als Elon Musk. Das war unangekündigt und hat viele Menschen traumatisiert. War es ein Raketenangriff aus Nordkorea? War es ein UFO? War alles in Ordnung? Wieder einmal hatten wir den tiefen Staat, der scheinbar solche Aktionen koordinierte, um ein größeres Gesamtziel zu erreichen. Fast sofort wurde es zur Top-Story des Drudge Reports. Nächster Tag, 23. Dezember. Ehemaliger Pentagon-Chef sagt, UFOs zweifelsfrei bewiesen. Am nächsten Morgen, nach dieser epischen Sichtung, kurz vor Weihnachten am 23. Dezember, ging die Delange-Offenlegung sogar noch weiter als zuvor. In den Schlagzeilen hieß es nun, dass UFOs erwiesenermaßen über jenen vernünftigen Zweifel erhaben seien. Link 23.12. Früherer Pentagon-Chef: UFOs haben sich als über jeden Zweifel erhaben erwiesen. Abschnitt 2. Bemerkenswerte neue Insider-Briefings setzen die Teile zusammen. Emery hat erstaunlich detaillierte Informationen über etwa 3000 verschiedene Arten von außerirdischen Körpern, die er bei Kirtland Air Force Base autopsiert hat. Die umfassende, vereinheitlichende Erklärung für alles, was wir bisher diskutiert haben, ist, dass eine Allianz eifrig daran arbeitet, unseren Planeten von finanzieller Tyrannei zu befreien. Der Drache des tiefen Staats sitzt in diesem Fall auf einem riesigen Haufen Gold, der viel wertvoller ist, als wir es uns je hätten vorstellen können. Nicht nur, dass sie die Wirtschaft der ganzen Welt platt gemacht haben, sie haben buchstäblich das Star Trek-Zeitalter mit unserem Geld aufgebaut und alles für sich selbst gehortet.
Es scheint schwer vorstellbar, wie sehr sich unsere Welt verändern wird, wenn die Allianz den Tiefenstaat vollständig besiegen kann. Aber es ist trotzdem absolut real. Schwierig, die Dinge objektiv zu sehen. Das Ausmaß der Panikmache um die gegenwärtige US-Regierung ist so groß, dass es für jeden sehr schwierig sein kann, die Dinge objektiv zu sehen. Ich sage es noch einmal. Die Allianz ist viel größer und viel älter als alles, was wir seit der Wahl 2016 erlebt haben. Der jetzige US-Präsident unterstützt einfach einen Plan, von dem ich vor fast einem Jahrzehnt gehört habe. Die Helden ehren. Bitte denken Sie auch daran, dass viele Menschen im Moment heimlich kämpfen und sterben, um uns vor einer Gruppe von Menschen zu retten, die so böse sind, wie man es sich nur vorstellen kann. Die Schlacht ist äußerst tödlich geworden und es ist erstaunlich, wie unbemerkt das Ganze immer noch ist, zumindest bis jetzt. Die meisten Leute haben immer noch keine Ahnung. Der tiefe Staat hat wie besessen alles versucht, um Milliarden von Menschen zu töten. Atomkrieg, virale Pandemien, künstlich erzeugte Naturkatastrophen, wirtschaftlicher Zusammenbruch, Lebensmittel und Impfstoffe zu Waffen gemacht, epische Kriege, Terroranschläge, Katalysatoren für das Kriegsrecht. Und sogar die gefälschte Alien-Invasion-Bedrohung. Während viele in dieser Leserschaft sarkastisch darüber debattieren, ob irgendetwas davon überhaupt real ist, gibt es Hunderttausende von Soldaten und Zivilisten, die ihr Leben riskieren wie nie zuvor, um unseren Planeten zu retten. Viele der Menschen, die sich online am hasserfülltesten gegenüber der Allianz verhalten, werden tatsächlich von Mitarbeitern des tiefen Staates bezahlt. Deren Aufgabe ist es, Konflikte zu schüren, wie die Snowden-Dokumente beweisen. Zuerst habe ich im Juli 2009 von Pete Peterson, einem hochrangigen Insider, direkt und aus erster Hand Kenntnis von einer Allianz erhalten, die daran arbeitet, den völkermörderischen tiefen Staat zu besiegen. Dieses Treffen führte zu einem dreiteiligen YouTube-Interview mit Link Project Camelot, indem ich mich im Link zweiten Video auf medizinische und wissenschaftliche Fragen mit Pete konzentrierte. Das ist eine große Sache. Der tiefe Staat verliert diesen Krieg an jeder Front. Der Untergang des tiefen Staats, den wir so lange vorhergesagt haben, geschieht jetzt. Die Anzahl derer, die aus der Führungsschicht in Hollywood und der Politik, die bereits nur wegen sexuellen Fehlverhaltens entlarvt werden, ist so hoch, dass es sehr schwierig geworden ist, auf dem Laufenden zu bleiben. Cory Good und Mega-Anon. Die Informationen, die wir Ihnen mitteilen werden, stammen angeblich von den allerhöchsten Ebenen der Allianz. Am 21. Dezember schickte mir Insider Cory Good eine schriftliche Zusammenfassung mehrerer hochrangiger Briefings, die er in den vergangenen 48 Stunden erhalten hatte. Ich rief sofort die neue Insiderin Mega-Anon an, die erst ab Mai 2017 mit ihrem erstaunlichen 4chan-Debüt auf der Bildfläche erschien. Die Geschichte nahm schnell Fahrt auf. Unsere ausführliche Berichterstattung über ihr Material nach der Schießerei in Las Vegas brachte ihr ein weitaus größeres Publikum. Bei uns Link hier zu lesen. Nur 6 Tage später begann der mysteriöse neue Insider QAnon auf 4chan zu posten. Und erreichte schließlich eine weitaus größere alternative Reichweite als Mega je zuvor. Wir haben die QAnon-Informationen am 12. November in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst, der zeigt, wie diese Quelle die Massenverhaftungen in Saudi-Arabien genau vorhergesagt hat. Bei uns Link hier. Die QAnon-Enthüllungen. Die QAnon-Enthüllungen waren sehr bedeutsam, denn sie begannen nur etwa 3 Wochen, nachdem ich zum ersten Mal auf Mega aufmerksam gemacht hatte und eine Woche, nachdem ich sie wirklich ins Rampenlicht gestellt hatte. Wir haben einige dieser Materialien in früheren Artikeln behandelt. Insbesondere Link Teil 3 von etwas sehr Großen wird kommen. Es wurden erstaunliche Aussagen gemacht, die genau diese Art des Sturzes des verborgenen Staats durch die Allianz voraussagten, über den wir schon so lange sprechen. Mega hat bestätigt, dass die originalen Briefings von QAnon authentisch sind. Ohne aus Sicherheitsgründen zu sehr ins Detail zu gehen, war Mega absolut überzeugt, dass die ursprünglichen Q-Briefings Ende Oktober absolut authentisch waren. Sie glaubte, dass sich etwas geändert hat, als es in den November ging
und sieht den Rest nicht als glaubwürdig an. Sie hat sich darüber im Internet in gewisser Intensität ausgelassen. Ich habe von Corys Insider gehört, dass der gemeinsame Insider-Konsens darin besteht, dass Geheimdienste im November irgendwann als Q aufzutreten begannen. Das nächste große Briefing fand am 15. November statt. Corey hat am 15. November einige atemberaubende neue Updates erhalten, die ich Ihnen bisher noch nicht mitgeteilt habe. Hier sind sie. 15.11.17, 19.45 und 8 Sekunden. Corey Good. Ich höre Geschichten, die darauf hindeuten, dass die Dinge sehr schlecht für die Kabale aussehen. Die Kabale hat sich meist wie eine Verbrecherfamilie verhalten und hat nie alles auf eine Karte gesetzt. Die Clintons fanden einen Weg, einen großen Teil ihres Geldes zu kontrollieren und haben so viel wie möglich auf diese Karte gesetzt. Das war ein großes Risiko, aber ein brillanter Schachzug der Clintons. Sie haben es so gemacht, dass, wenn sie jemals zu Fall gebracht würden, die Kabale mit ihnen untergehen würde. Die Angelegenheiten sind so eng mit den Clintons verknüpft, dass mir gesagt wurde, dass es möglich ist, dass sie, Hillary Clinton, plötzlich ihren Gesundheitsproblemen erliegen würde. Dann werden sie sagen, dass es keinen Grund gibt, weiter zu ermitteln, da sie tot ist. Was gefunden wird, wird öffentlich gemacht. Es wird erwartet, dass neue Gesetze erlassen werden, um einen Großteil der unethischen Politik illegal zu machen. Das Bündnis könnte auch einem Abkommen zustimmen, bei dem alle diese Politiker der Kabale nicht verfolgt, sondern lebenslang aus der Politik ausgeschlossen werden. Sie würden als Beispiele für die Notwendigkeit der neuen Gesetze dienen. Nun aber weiter zu den Briefings vom 21. Dezember. Das nächste große Briefing fand erst kürzlich am 21. Dezember statt. Um die Lesbarkeit zu verbessern, möchte ich zunächst zusammenfassen, was die allerhöchsten Ebenen der Allianz über Corey an uns weitergeben wollten. Dann werden wir die Antworten sehen, die ich erhielt, als ich diese Diskussionspunkte mit Mega Anon teilte. Es genügt zu sagen, dass sie sehr beeindruckt war. 21.12., 11.17 Uhr und 37 Sekunden. Corey Good. Es gibt Berichte über große Truppenbewegungen auf der koreanischen Halbinsel. Die Nachrichten heute Morgen zeigten, dass die US-Sondereinheiten mit südkoreanischen Truppen trainieren, um Nuklearanlagen einzunehmen. Das Gerede über Nordkorea wird ziemlich heftig. Link, 20.12. United States planen Bloody Nose Angriff auf Nordkorea. Unterirdische Truppenbewegungen. Besonders dieser Teil des Briefings hat mich fasziniert. Corey Good, ein Teil der Truppenbewegungen soll über unterirdische U-Bahn-Systeme erfolgen. Die Navy SEALs sind ständig damit unterwegs. Der Flugplatzausfall in Atlanta wurde durch Termitgranaten verursacht, die Backup-Redundanzkraftwerke ausschalteten. Link, 14.12. Ein katastrophaler Stromausfall schließt den Flughafen von Atlanta. Der Flugbetrieb am Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport ist nach einem massiven Stromausfall gegen 13 Uhr Ortszeit am Sonntag zum Stillstand gekommen. Der geschäftige Flughafen mit durchschnittlich mehr als 280.000 Reisenden pro Tag ist in tiefschwarze Dunkelheit getaucht. Das von WSB-TV in Atlanta aufgenommene Filmmaterial zeigt Flughafenbeamte, die sich ihren Weg durch abgedunkelte Terminalgebäude bahnen, nur durch Taschenlampen geführt. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Ausfall das Ergebnis eines Brandes war, der einen erheblichen Schaden an einer seiner unterirdischen elektrischen Anlagen verursachte. Keine Angestellten oder Passagiere waren zu irgendeiner Zeit in Gefahr, sagte Georgia Power. Das alles, um eine Person zu schnappen. Corey Good. Das alles wurde getan, um Verwirrung und Ablenkung zu stiften, damit die Allianz sich eine Person schnappen kann. Das war eine Zielperson von sehr großer Bedeutung, wie mir gesagt wurde. Die Allianz hat einige große Schritte unternommen, bis hin zur Ergreifung von Personen, die verhört werden sollen.
Trump hat die Operationen der Allianz in einer Live-Übertragung verfolgt. Corey Good, ich höre, dass Trump die Operationen der Allianz beobachtet, während sie live zu allen Stunden des Tages stattfinden. Es hört sich an, als würden viele Leute geholt und das schon seit ein paar Tagen. Sie sagen, die Human Trafficking Networks wurden durch diese Operationen größtenteils lahmgelegt. Sie stoppten im Grunde genommen den internationalen Sklavenhandel. Ich brauche noch immer eine Bestätigung für viele der sehr kühnen Behauptungen der Allianz, die hier vor sich gehen. Es klingt alles nach zu gut, um wahr zu sein Zeug. Viele Leute finden gerade jetzt heraus, dass sie angeklagt werden. Corey Good. Viele Schlüsselfiguren finden jetzt heraus, dass sie angeklagt werden und versuchen, einen Deal einzugehen, indem sie sich schuldig bekennen oder Zusammenarbeit anbieten. Die Ermittlungen wurden so gut und versteckt durchgeführt, dass sie nicht sehr viele Zeugen brauchen. Es gibt Gerüchte, die ich mag. Es ist die Rede nicht nur von geheimen Grand Juries, sondern auch von geheimen Gerichten, die einige der eher geheimen Verbrechen verhandeln könnten. Die Ringe des Menschenhandels könnten unter diese geheime Gerichtsbestimmung fallen. Das ist zwar noch nicht geschehen, wird aber in einigen Ideenschmieden der Allianz, die viel von der Politik der Fraktionen der US-Allianz machen, ernsthaft diskutiert. Einige kosmische Sachen. Seltsame Luftkämpfe. Der größte Teil dieses Briefings war irdischer Natur, aber dieser nächste Teil war definitiv SSP-bezogen. Mega hat keinen Zugang zu Informationen dieser Art, obwohl sie den Möglichkeiten gegenüber aufgeschlossen ist. Corey Good, jetzt ist die Rede von seltsamen Luftkämpfen, die mit einem Schiff stattfinden, das mit fast unvorstellbaren Geschwindigkeiten unterwegs ist. Mach 3 bis Mach 5. Diese Schiffe sind anders als alles, was je gesehen wurde. Auch spezielle Waffensysteme kommen zum Einsatz. Diese Schiffe sind getarnt, unsichtbar. Sie fliegen so schnell, dass man sie sowieso nicht sehen kann. Dieser Teil geht einher mit dem Briefing, das Gonzales und ich von Sigmund bekommen haben. David Wilcock, diese Informationen werden in unserem dritten Bericht enthalten sein, wobei dies der erste Bericht ist. Wir hoffen, dass wir alle diese Informationen zeitnah veröffentlichen können. Corey Good hat viele Verzögerungen und Ablenkungen erlebt, die ihn daran gehindert haben, die Arbeit schneller abzuschließen. Die Erdallianz benutzt das gleiche dreieckige Schiff wie vor einem Jahr in der Antarktis. In der Antarktis gab es einige Schlachten, darunter auch Sabotageoperationen, bei denen der Weltraumbahnhof, den die Nazis erst kürzlich übergeben hatten, vorübergehend geschlossen wurde. Diese sind sehr fortgeschrittene Schiffe, die mit einer Technologie arbeiten, die so gut ist wie das, was sie im ICC, Interplanetares Unternehmenskonglomerat haben, wenn nicht sogar besser. Jemand fragte, warum es keine Trümmer von diesen Luftkämpfen gab. Die Antwort ist, dass es nur wenige Abschüsse gibt, aber viele Versuche auf beiden Seiten. Einige Abschüsse gab es, darunter einen, der auf einigen Farmen im Nordosten der Vereinigten Staaten Trümmer hinterlassen hat. Die betroffenen Landwirte bekamen im Gegenzug für ihr Schweigen ihre Schulden beglichen. Dies geschah auf mehreren Farmen. Einige Strafverfolgungsmaßnahmen müssen verdeckt durchgeführt werden. In diesem nächsten Abschnitt hören wir, dass die Allianz der Ansicht ist, dass es zu destabilisierend wäre, wenn einige der schlimmsten Fälle veröffentlicht würden. Corey Good, es klingt, als hätten sie jetzt Soros im Visier. Es gibt noch ein paar andere Namen, die ich nicht kenne, die im selben Boot sitzen. Es klingt so, als ob einige der Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die an Pädophilie und Menschenhandel beteiligt waren, in einigen Fällen wegen Korruption angeklagt werden. Sie sagen, dass keine dieser Strafverfolgungsmaßnahmen öffentlich durchgeführt werden kann, ohne dass die Hälfte des Landes in Aufruhr gerät. Jemand fragte nach den Richtern, die angeklagt wurden. Das war so sensibel, dass die Person, die das Briefing gab, sagte, dass sie diese Frage nur privat beantworten würde. David Wilcock, sehr interessant. Es überrascht mich nicht, wenn dies bis zum obersten Gerichtshof reichen würde. Ein sehr wichtiger Punkt. Die Allianz praktiziert keine Folter.
Wir bekamen Notizen von der Allianz, in denen es hieß, dass es sehr wichtig sei klarzustellen, dass ihre Agenten Mitglieder des tiefen Staats nicht regelmäßig foltern. Jeder, der dies getan hat, und es gab einige wenige Fälle, ist daran gehindert worden, es wieder zu tun. Korrigut, die Allianz wollte auch, dass ich etwas klarstelle. Sie fangen und foltern diese Pädophilen nicht im großen Stil. Es gab vereinzelte und sehr beunruhigende Vorfälle dieser Art, aber glücklicherweise nicht sehr viele. Die verantwortlichen Allianz-Mitarbeiter wurden inzwischen aus dem Verkehr gezogen. Sie waren überhaupt nicht glücklich mit der Vorstellung, die ich bei den Leuten in letzter Zeit hinterlassen hatte. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um mit diesen Kriminellen so ethisch wie möglich umzugehen. David Wilcock, ich werde das völlig klarstellen, kein Problem. Die Freigabe verbotener Technologien. Meine nächste Frage war, ob diese Allianzaktivitäten dazu beitragen werden, dass lang erwartete verbotene Technologien freigesetzt werden. Dazu könnten erdrettende Dinge wie freie Energie, Antigravitation, Portalreisen und fortschrittliche Superheilsysteme gehören. David Wilcock. Hat die Allianz Pläne, einige der verbotenen Technologien einzuführen? Wurde so etwas besprochen? Corey Good. Ja, sie würden es vorziehen, es zu tun, während sie Nordkorea angreifen, das sie NOKU nennen. Sie haben auch die Möglichkeit, einige interessante Dinge durch bevorstehende Prüfung des Verteidigungsministeriums offenzulegen. Link, 7.12. Beamte kündigen erstes DOD-weites Prüfverfahren an. David Wilcock, wie bald glaubst du, wird diese Aktion stattfinden? Corey Good, ich weiß es nicht, sie bringen aktiv Posten in die Region. Sehr bald nachdem dieses Briefing abgeschlossen war, drehte ich mich um und rief Meg Annan an, um ihre Meinung über das, was mir mitgeteilt worden war, zu erfahren. Dies ist kein wortgetreues Transkript, da einiges davon aus Notizen rekonstruiert werden musste. Aber es ist ziemlich nah dran. Beginn des Transkript der Konversation zwischen David Wilcock und Meg Annan. David Wilcock. Die erste interessante Sache, die wir von Corey's Briefings bekommen haben, ist die Idee, dass Trump eine Live-Videoübertragung der Festnahmen bekommt, wenn sie passieren. Meg Annan, die erste Verhaftung dieser Art, die Trump auf Video zu sehen bekam, war vor 4 Monaten. Die Idee, dass Trump diese Festnahmen über eine Live-Videoübertragung sieht, ist wahr. Aber es ist nicht bei jeder so. Es gab 3 große und dann gab es auf der 4. eine schlechte Tonspur. Offenlegungsrelevante Informationen. Meg Annan, ich weiß, dass Sie über einige der empörenden Enthüllungen gesprochen haben. Es gibt Pläne, solche Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen. Ein Beispiel wäre eine Mars-Mission. Die NASA wird sagen, dass es so und so viel kosten wird. Trump wird kontern und sie zwingen, es für weniger zu tun. Dann werden sie erklären müssen, warum die Wissenschaftler und die Technologie, über die sie alle gelogen haben, genutzt werden muss, um es zu diesem Preis möglich zu machen. Die NASA wird in sich selbst zusammenbrechen, genauso wie die Luftwaffe und die Auftragnehmer wie Lockheed. Es ist auch die DNC, die sich selbst untersucht. Die NASA wird am Ende ihre eigene Offenlegung machen. Zuerst müssen wir beweisen, dass die Erde nicht das ist, wofür wir sie halten. Elon Musk ist sehr darin verwickelt und hat Kontakt zu Top-Leuten. Trump wird sagen, schauen Sie, wie lange Sie sich schon belogen haben. Sie werden versuchen zu sagen, wir haben gerade erst davon erfahren. Sie versuchen, Ihre Version der Geschichte fortzusetzen. Schließung des Flughafens von Atlanta. David Wilcock. Okay, das nächste, was wir im Briefing erfuhren, ist die Idee, dass die kürzliche Schließung des Flughafens von Atlanta absichtlich so geplant wurde, um eine Schlüsselperson zu fassen. Meg Annan. Ich möchte nicht sagen, dass alles in Atlanta passiert ist, nur um eine einzige Person zu schnappen. Das Flugverbot bei allen Flügen war nicht nur eine Ablenkung. Was versuchte abzuheben, war das, was wir ein Q-Frachtflugzeug nennen. Update, gleiche Nacht. Nach einem Link, den mir jemand geschickt hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie Cal Cargo gesagt hat. Lesen Sie, Link, diesen Link für weitere Details. Bei der Schließung ging es um das, was nach Atlanta gebracht wurde und was von Atlanta weggebracht werden sollte. Leute waren in diesem Flugzeug, aber es gibt noch andere Dinge, die sehr nach Vegas aussehen und stark nach Hillarys Hintertür Libyen-Gewehrläufen riechen.
Es sollte Sie auch an Fast and Furious erinnern, wo Leute einen Grenzschutzbeamten töten, um sicherzustellen, dass sie durchkommen können. Es waren Waffen und Drogen. Mega Anon, hier ist die andere Sache. So können Sie erkennen, wer eine versiegelte Anklage hat. Es läuft alles darauf hinaus, wer keinen Deal hat, wer eine Fußfessel trägt, hat keinen Deal. Es gibt Artikel, die besagen, dass Manafort 10 Millionen Dollar für die Kaution bezahlt hat. Er hat einen Deal. Die Leute mit den Fußfesseln stehen unter Hausarrest. Die Leute mit versiegelten Anklagen und keinem Deal tragen Fußfesseln. Hillary hatte noch nie einen Deal. Q lag damit falsch. Bei Pizzagate geht es nicht nur um Kinder. Mega Anon, die Leute sind so verärgert über die Pizzagate-Sache. Die Sache ist die, es sind nicht nur Kinder, ältere Jugendliche oder Erwachsene und Prostituierte, die von Zuhältern vergewaltigt werden. Das ist auch das Drogenproblem. Das ist das Waffenproblem. Wann immer sie Pizzagate sagen, sollten sie auch Waffengate, Drogengate sagen. Wie weit geht das mit dem rituellen Missbrauch? David Wilcock, sind diese lokalen Kinderhandelsgruppen auch an satanische Praktiken, wie zum Beispiel rituellen Opfern, beteiligt? Mega Anon? Meistens nicht. Zugegeben, es gibt kranke Mistsäcke auf dieser Welt. Wenn sie schlagen, vergewaltigen, ein Kind kaufen, transportieren, klauen, verkaufen, sind das kranke Menschen. Satanisten, Luziferianer, wie immer sie sie nennen wollen, es gibt sie. Ich verstehe, dass die Leute das mit diesen rituellen Opfern in Verbindung bringen. Das ist eine sehr, 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 sehr kleine Teilmenge dessen, was vor sich geht. Nur etwa 5% tun das Schlimmste. Mega Anon, einige Leute denken, dass jeder, der in diesen Netzwerken arbeitet, Kinder vergewaltigt und ermordet und ihr Blut trinkt. Das ist nicht wahr. Innerhalb von Pizzagate, von jedem, der ein Kind klaut, bis zu jedem, der ein Kind ermordet, das Blut trinkt und Organe verkauft, engagieren sich vielleicht 5% im gesamten Prozess. Andere Menschen tragen direkt oder indirekt dazu bei, genau wie beim Drogenhandel. Sie können einfach nur Geld verschieben. Comet Pizza von Alefantis war nur ein Scheingeschäft, um Geld zu waschen. Mega Anon, James Alefantis hat nicht wirklich Kinder im Hinterzimmer vergewaltigt. Es mag manchmal passiert sein, aber das war nicht die Norm. Sie waschen nur das Geld, nehmen die Anteile und tun es unter dem Deckmantel ihres Geschäfts. So viele Unternehmen haben keine Ahnung, dass das Geld, das sie investieren, in diese Richtung geht. Wenn sie an die UN oder das Rote Kreuz gespendet haben, können sie genauso verantwortlich sein, ohne es zu wissen. Hätte Hillary eine Möglichkeit, die gesamte Kabale zu gefährden, wenn sie unterginge? David Wilcock? Einige der Briefings haben darauf hingedeutet, dass Hillary eine Akte über die Kabale hätte, die sie gegen sie verwenden könnte, wenn sie sich gegen sie wenden würde. So könnte sie nicht zum Sündenbock gemacht oder anderweitig geopfert werden. Dies erwies sich als brillant, da so viele vernichtende Informationen an einem Ort gespeichert wurden, was man nicht tun sollte. Irgendwelche Gedanken dazu? Mega Anon, das ist absolut richtig. Hillary besitzt alles über das Establishment, den tiefen Staat. Das war ein verhängnisvoller Fehler ihrerseits, der die Dinge jetzt viel einfacher macht. Viele der Kabale-Leute haben Deals. Hillary hat keinen Deal. Es gibt nicht einen einzigen Mitarbeiter oder Auftragnehmer, der sie jetzt noch mit einer 30-Meter-Zange anfassen würde. Sie könnte gut und gerne letztendlich sterben, denn ihre natürlichen Ursachen werden sich beschleunigen. 95% der FBI-Mitarbeiter wissen nicht, was passiert. Mega Anon, was die luziferianische und rituelle Opfersache anbelangt, zu erkennen 95% der Leute im FBI nicht wirklich, was passiert und was sie tun. Ich mag es nicht, diese Analogie zu ziehen, aber es ist im Grunde genommen dasselbe mit den 95% der Menschen in der Szene des Menschenhandels. Sie haben vielleicht für die Katastrophenhilfe in Haiti gespendet und jetzt finden Sie heraus, dass Hillary dieses Geld benutzt, um Kindern etwas anzutun. Man lässt die Öffentlichkeit nicht wissen, dass 604 Mitarbeiter des FBI verhaftet wurden. Mega Anon, wie erhalten Sie das Vertrauen in Ihre größten Agenturen und Abteilungen? Sie lassen Sie nicht wissen, dass Sie 604 FBI-Leute verhaftet haben. Wenn du das tätest, würden die Leute ausflippen. Ich sage nicht, dass es 604 Verhaftungen direkt innerhalb des FBI gab.
Einige von ihnen sind Vertragspartner. Manche sind wie Strotz. Der Punkt ist, dass man das FBI nicht einfach loswerden kann. Es würde die gesamte Regierungsstruktur untergraben. Viele FBI-Agenten konnten nicht glauben, dass Leute, die sie seit Jahren kannten, verhaftet wurden. Während der ganzen Zeit, die sie kannten, hatten sie keine Ahnung, dass irgendetwas Schändliches vor sich ging. Sie testen viele Arten einer möglichen Massenkommunikation. Mich erinnern? Trump würde Ihnen gerne etwas über das FBI und die CIA erzählen. Er kann Ihnen das nicht geben. Er wird einige von diesen bekommen. Trump hat vor kurzem einen Test für die Live-Videoübertragung auf Periscope einer Videoanwendung auf Twitter durchgeführt. Es war ein Testlauf. Er wollte sehen, wie viele Stunden Sie hatten. Sie testen viele Bereiche der Kommunikation. Er will direkten Zugang zu Ihnen haben. Er weiß, dass er die öffentlichen Mainstream-Medien nicht wirklich antasten kann. Jetzt sind wir bereit, die größeren Geschütze aufzufahren. Mega Anon, der 2. Januar wird sich wie eine neue Welt anfühlen. Ich sage nicht, dass an diesem Tag etwas Episches passieren wird. Alle werden wieder an die Arbeit gehen, ein neues Jahr beginnt, es gibt keine Unterbrechungen, kein Weihnachten. Wir haben wirklich alles herausgeholt, jetzt sind wir bereit, die größeren Geschütze aufzufahren. Die einzigen Leute, die noch übrig sind, sind Leute wie Loretta Lynch, Holder, Obama und Hillary. Tausende von Menschen sind bereits untergegangen. Wir können uns kein episches Hollywood-Ende in Form von militärischen Massenverhaftungen leisten. Mega Anon. Was die Idee einer epischen Welle von Massenverhaftungen im Hollywood-Stil angeht, so will jeder eine große Show. Aber wir können es uns als Land nicht leisten. Der Bund hat in den letzten 12 Jahren so viel Geld in unsere Wirtschaft gepumpt. Wenn sie jemals diese Werte anpassen würden, könnten sie die Wirtschaft zum Einsturz bringen. Denken Sie darüber nach. Eine vollständige Veröffentlichung dieser Informationen würde uns buchstäblich lahmlegen. Ende des Transkripts. Klicken Sie Link hier, um zum aktuellen Archiv von Mega Anon auf Reddit zu gelangen. Das ist immer noch nur der erste von 3 Teilen. Wir haben noch 2 weitere Teile zu bewältigen. Teil 2 ist ein sehr erstaunliches Update der kosmischen ET-Saga, die Corey seit März 2015 empfängt. Die übergeordneten ETs werden sich an unserer Stelle um die Dracos kümmern. Alles, womit wir es jetzt zu tun haben, ist, den tiefen Staat hier auf der Erde zu säubern. Der 3. Teil behandelt Sigmund und weitere Details darüber, was sie auf Oumuamua gefunden haben, was sehr faszinierend ist. Bitte sprechen Sie Ihre Gebete für die sichere und erfolgreiche Verwirklichung der Ziele der Allianz, denn sie sind in der Tat für unser zukünftiges Überleben von entscheidender Bedeutung. Frohe Weihnachten. Update. 8 Stunden später bereits über 50.000 Aufrufe. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Allianz sehr, sehr zufrieden ist mit dem, was wir hier so kurzfristig erreicht haben. Zusätzlich wurde Emery durch die Fülle der Unterstützung, die sie ihm bereits gegeben haben, zu Tränen gerührt. Hier ist ein Text, den er mir um 14.56 Uhr geschickt hat. Emery Smith. Frohe Weihnachten, Jungs. PayPal fängt an, sich zu entzünden. Danke, 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 danke. Wir weinen. Unglaubliche Resonanz und erstaunliche Zitate und Botschaften von aufrichtiger Dankbarkeit an dich und mich. Danke, David. Ich bin wirklich emotional ausgelaugt und glücklich und hätte nie gedacht, dass dieses Wunder geschehen könnte. Ich werde dich später informieren. Klicken Sie Link hier, um für den Emery Smith Überlebensfonds zu spenden. Update. Am nächsten Morgen. Wir haben 100.000 Aufrufe in 23 Stunden geschafft. Zu Weihnachten. Vielen Dank für diese unglaubliche Flut von Unterstützung und Interesse an der Allianz und ihrer harten Arbeit. Bitte helfen Sie weiterhin mit, das Thema zu verbreiten, denn diese Allianzaktionen sind sehr wichtige Initiativen zur Planetenheilung, die in unserer Gesellschaft bekannt sein sollten. Update Mittwoch, 27.12., 11.33 Uhr. Emery Smith von sehr schweren Anschlag getroffen. Diesbezüglich gab es ein Update und anschließend einen eigenständigen, ausführlichen Artikel. Aus diesem Grund werden die Updates zu dem oben stehenden Artikel hier nicht mehr aufgeführt.
sondern es wird auf den Link zum neuen Artikel verwiesen. Lesen Sie den ausführlichen Bericht darüber, Link hier auf Transinformation und hier. Hier die PDF-Datei mit der Übersetzung des vollständigen Artikels. Und vielen Dank, ihr Lieben, für eure regelmäßige finanzielle Unterstützung von Spiritscape. Für uns bedeutet dies, dass wir immer mehr unsere Berufung zu unserem Beruf machen können. Für euch bedeutet es noch mehr spirituelle und aufklärende Hörvideos. Wir haben eine Vision und einen Traum. Und eure finanzielle Unterstützung hilft uns dabei, diese Vision und diesen Traum zu verwirklichen. Durch die Verbreitung unserer Hörvideos werden immer mehr Menschen aus dem Schlaf geweckt und dadurch auch alle Königreiche von Gaia geheilt. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützt ihr die Verwirklichung unseres Traumes und unserer Vision. Die Bankverbindung und den PayPal-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Von ganzem Herzen Dank. Und wir wünschen euch allen noch einen traumhaften Tag, voller Liebe, Licht und Sonne im Herzen. Liebe Herzensgrüße, euer Altana.